Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4 Pferde Ranch. Und ja, da war's. Da war die Wand. Und ja, es geht hier weiter mit unseren beiden Jungs, dem Javier und Salim. Den Pferden geht's, glaube ich, soweit ganz gut. Beziehungsweise es sind ja noch Fohlen. Ich meine, allgemein sind es Pferde, genau. Aber den beiden geht's gut. Oder beziehungsweise okay. Der eine ist glücklich, der andere, ja. Und ich hatte ja schon überlegt gehabt, ob der Orange auch noch einziehen soll. Ich habe das natürlich noch nicht hingekriegt, dass ich eventuell das Haus erweitere. Ich weiß zwar nicht, wo ich ihm seine Bude. Weil so viel will ich an dem Haus eigentlich nicht ändern. Nachher sieht's blöd aus. Ne? Aber wie schon gesagt, ich könnte hier oben, wenn ich das Dach hier wegmache, könnte ich natürlich hier ein Zimmer anbauen. Und trotzdem hier so eine, vielleicht könnte ich, warte mal. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Kann ja nichts schief gehen, hoffe ich zumindest. Dann könnte ich eigentlich hier das lang ziehen und gucken. Das muss ja nicht bis, das kann ja hier dann aufhören. Und dann hinten dran wäre natürlich der Raum. Dann müsste ich nur gucken, wie die da hinkommen. Das ist ja total einfach. Nicht. Den da würde ich eigentlich ungern verkaufen. Die Treppe steht da richtig gut. Das da will ich auch ungern. Warum braucht das eigentlich alles so viel Platz immer? Dann rücken wir hier halt ein bisschen auf. Und dann sollte der sich doch eigentlich da durchquetschen können, oder? Nehme ich mal an. Hoffe ich. Und ich hoffe, dass hier dann die Leute auch drankommen an das Regal. Ich probiere das einfach aus. Wenn es halt gar nicht geht, dann gibt es halt keinen neuen Mitbewohner. Ist auch ganz tutti, oder? Aber soweit sieht es ja schon mal gar nicht mal so schlecht aus, ne? So. Uiuiuiuiuiuiui. Um eins könnte man es ja vielleicht schon noch raus. Aber ich weiß nicht, ob so jetzt besser aussieht. Aber so kann. Nein, so kann man es nicht machen. Man kann es nur so machen. Und ich lasse das jetzt, glaube ich, so. Weil es so, glaube ich, noch am besten aussieht. Dann müsste ich mal gucken, wie das dann hier oben aussieht. Dann könnte ich doch rein theoretisch das Dach größer ziehen. Und dann sehe es auch noch halbwegs in Ordnung aus. Dann könnte das weg. Und dann kann ich mir hier noch ein Fensterchen machen. Und dann hole ich mir noch ein kleines. Das kann dann hier. Oder vielleicht ein bisschen mehr mittig. So, dann klaue ich mir noch eine Tür. Und dann hätten wir im Prinzip schon ja, die Möglichkeit, noch einen dritten Mann hier einziehen zu lassen. Er kriegt schwarze Wände, ne. Weiß nicht, irgendwas. Vielleicht weiß. Eieieiei. Weiß nicht, der kriegt vielleicht auch nur ein Einzelbett. Irgendwann, wenn wir vielleicht mehr, noch mehr Geld haben oder was weiß ich, dann gucken wir, dass wir
den beiden auch ein angenehmes Zimmer gestalten. Im Moment sieht das halt noch ein bisschen, ja, aus. Aber ich denke mal, die werden es so weit überleben. Gehe ich mal davon aus. Und dann ist die Frage, sollen wir mit denen dann auch gleich eine Ziegen Dings kaufen, dass wir noch so ein kleines Gehege machen auf dem Grundstück. Vielleicht hier nebendran oder hinten dran. Ich würde schon eher hier vorne noch hinmachen, dass sie da drin rumwuseln. Er kriegt natürlich auch noch eine Lampe. Es dauert jetzt halt noch ein paar Minütchen, bis ich hier fertig bin. Stabiler Kleiderschrank. Ah, einen Kleiderschrank haben die ja gar nicht. Uiuiui. Kommt halt da einer hin. So, am besten auch in Dunkel. Weiß nicht, ob die eine Kiste brauchen. Aber warum nicht? Der andere hat ja auch eine. Also kriegt er gefälligst auch eine. Dann gibt es vielleicht noch einen Vorhang. Genau. Vorhang wäre auch ganz nett. Vielleicht nicht unbedingt in Pink. Aber vielleicht in Braun. So vielleicht. Eigentlich könnte. Aber da sind ja auch noch Fenster. Ah. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Weil ich könnte auch hier das Fenster hinräumen. Dann könnte ich mir noch so einen breiten Vorhang dahin schmeißen. Auch in Dunkel. Wunderschön, ne? Fehlt jetzt noch ein Bild. Weiß nicht, da klauen wir uns das hier. Wie schon gesagt, das gibt es, glaube ich, auch in anderen Ausführungen. Das muss ja jetzt nicht unbedingt dasselbe wie im Flur sein. Kann ich mir vorstellen. Ist auch ein bisschen blöd, wenn man überall dasselbe Bild hängen hat. Aber das sieht auch ganz nett aus. Und dann, wenn der Orange hier einziehen will, dann hat er auf jeden Fall auch schon mal sein Reich. Und vielleicht ist, ja, er ist eher Pferdeliebhaber. Müssen wir mal gucken, ob wir dann vielleicht, wer sich dann um die Kleinen kümmert. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich das am gescheitesten mache. Dann gucke ich nach Pferde. Die fressen doch bestimmt auch daraus, ne? Können angewiesen werden, an der Raufe zu fressen oder sie sogar selbstständig aufsuchen. Und wie kriegen die dann Wasser? Ich bin jetzt so ein bisschen verwirrt. Müssen die nicht trinken? Gibt nur was zu futtern. Wo dann tatsächlich auch Zwergziegen und Zwergschafe dran, aber ich gehe mal davon aus, die müssen doch was trinken. Pferdewassertrog. Oder haben die vergessen, irgendwie da Zeug zu kaufen? Außerdem brauchen die doch auch dann Unterstand, oder? Muss ich mal gucken, wie ich das am dümmsten mache. Dass sie dann auf jeden Fall noch genügend Platz haben. Die brauchen ja trotzdem ein bisschen Platz. Ich muss ja auch damit rechnen, dass ich so eine Art Unterschlupf machen muss.
Oder die können doch nicht die ganze Zeit draußen rumgurken. Ich finde es halt seltsam, dass es halt keinen gescheiten Bereich gibt. Also keine anderweitigen Möbel für die Tiere. Weil ich habe ja schon geguckt, also ich will nur Pferderanch haben. Gibt es das hier, wo die Zwergziegen erwähnt werden? Wenn nicht, dann können die auch hier draußen mit rumlaufen. Stell hier trotzdem mal einen hin. Aber das ist kein Unterschlupf für. Also irgendwie. Finde ich das seltsam. Und wo soll ich jetzt bitte den Unterschlupf hinbauen? Hier wahrscheinlich, ja. Da kommt ein bisschen Deko hin. Wenn das überhaupt notwendig ist. Ja, ich meine, es wird jetzt eine Folge mit relativ viel bauen. Aber ich denke mal, ich werde das hinbekommen, oder? Darüber habe ich mir halt nicht so wirklich Kopf gemacht, ne? Ob die jetzt. Weiß auch nicht, ob das zu klein ist. Ne? Hätte ich das eine Dach auch behalten können. Dann gucke ich mal, dass ich mir das dahin und ein bisschen kleiner ziehe. Sieht ein bisschen komisch aus, das Dach. Würde das gerne. Ach, warte mal, muss ich das so? Sieht schon ein bisschen blöd aus. Ne, da kommt ein anderes Dach hin. Das eine, was ich da jetzt hatte, das wäre. Ganz gut gewesen. Kann ich das? Doch, das kann ich doch drehen. Ich wollte schon sagen. Irgendwie muss das doch. Sieht aber ein bisschen blöd aus wegen dem anderen. Müsste ich das dann doch vielleicht drehen? Damit es nicht ganz so bescheuert aussieht. Ja, ich glaube, so ist es besser. So. Dann machen wir hier auch direkt Dings. Oder, was wir natürlich machen könnten, wäre das hier zu nehmen. So wie bei dem anderen Stall. Ja, ich meine, es ist nicht. Vielleicht das Bequemste. Ja, ich wollte da drin eigentlich keinen Boden haben. Und dann hole ich mir noch so ein Gatter. Oder ich hole mir so ein. Stabile Stalltür. Ich will ja sowieso wahrscheinlich nur einmal eins so und eins so. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, oder? Und dann kriegen die hier drin auch noch Präriegras. Keine Ahnung, ob die das fressen. Eigentlich könnte man sich das auch einfacher machen. So. Gut. Jetzt sollte denen ja an nichts fehlen. Und wenn die halt hier draußen rumgurken, dann ist das halt so. Das ist ja sowieso nur zum Dings und dann la laufen die hier halt rum. Da müssen wir mal gucken, ob wir uns dann in der Richtung mal schlau machen.
So, dann legen wir auch gleich fest, dass das Zutritt gestattet für alle Zwergschafe und alle Zwergziegen. Alle Pferde, die haben hier drin nichts zu suchen. Und die haben da drüben auch nichts drin verloren. Und hier natürlich muss ich auch noch, damit die mir nicht an den Garten dran gehen. Und ansonsten ist ja alles gut. Gut, 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 gut. Aber es sieht auch richtig cool aus. Im Prinzip, denke ich. Und dann können die hier drin schlafen, wenn sie wollen. Und wenn nicht, dann halt auch nicht. Und dann müsste ich mal gucken, dass wir mal gucken. Zwergziegen und Zwergschafe kaufen. Blaues Zwergschaf. Holen wir schon ein. Sind das immer kleine? Ja, wahrscheinlich, ne? Oh, eine Dalmatiner-Zwergziege. Wie geil ist das denn bitte? Ja, die will ich haben. Kann man zweimal. Die sehen ja richtig knuffig aus. Und vielleicht ein blaues. Ich mag blau. Und dann kostet uns das 900. Ach. Gekaufte Tiere werden im Inventar des Sims abgelegt. Du hast ein neues Tier gekauft. Es befindet sich in deinem Inventar. Wie nennen wir das denn? Ach, ich glaube, die haben ja gar keinen Durst. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier mal hingehen. Und dann gucken wir jetzt erstmal, wie nennen wir denn die eine Dalmatiner Zwergziege? Henriette von mir aus. Mary ist auch in Ordnung. Billy. Warum denn Billy? Gibt's auch was anderes? Oder bist du. Nee, Ellie muss nicht sein. Was haben wir denn noch für einen anderen Namen? Toll, ich hätte vielleicht mal warten sollen. Also bis ich Namen habe. Wir können sie auch einfach Blue nennen. Geht natürlich auch. Also wir haben jetzt eine Henriette, wobei mir der Name eigentlich gar nicht gefällt. Wir können ja Rita nehmen. Rita gefällt mir dann besser. Mary ist in Ordnung und die nennen wir dann Nicola. Gut. Ihr Tier platzieren. Ja, komm. Oh, Gottchen. Wie süß. Oh, wie hübsch. Nach Lust auf Mineralien fragen. Für Simoleons melken. Aufgaben. Ach, die können bei der Gartenarbeit helfen. Die machen vielleicht einen Krach.
dann unterhalten wir uns doch mal direkt. Versorgen. Oh. Dann müssen wir natürlich das so, ihr müsst jetzt alle mal fressen. Ich will das jetzt sehen. Ich glaube, die können das Präriegras gar nicht fressen. Gerne Hunger satt. Ach Gott, schön, wie süß. Boing, 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 boing. Ach so, ja, stimmt ja, ihr könnt ja raus. Geil. Okay. Oh Gottchen. Was ist denn hier hinten los? Ob die sich irgendwie wohlfühlen? Bergschafe zählen. Flo umarmen, streicheln können wir ja mal. Damit wir die nicht. Alles gut. Es tut mir leid. Wir müssen uns ja auch erstmal vorstellen und alles. Süß. Witz erzählen. Meinst du hörst gerne Witze? Bella fragt sich, ob ich zu ihr rüber. Ja, eigentlich schon, aber ich habe gerade Ziegen und so gekriegt. Was ist denn das? Was liegt denn hier? Warum ist hier ein Teller? Ich habe keine Ahnung. Wo hüpft denn die andere? Ach, da. Da müssen wir uns ja auch noch irgendwie drum kümmern, dass man sich alle mit, also dass man sich mit denen befasst. Ach so. Vielleicht hätte ich mir doch erstmal zwei Tiere kaufen sollen. Hatte ich ja eigentlich geplant, ne? Und dann habe ich dann Martina. Dinger gesehen. Aha, ich mag jetzt keinen anderen Job nehmen. Okay. Du solltest vielleicht mal Pipi gehen. Und dann kannst du immer noch Hausaufgaben machen. Aufräumen. Hier werden wir automatische Lichter. Alle. Müssen wir eigentlich mal gucken, dass wir mit ihm nochmal Nektar herstellen. Damit wir da auch weiterkommen. So, du willst dich schon ums Pferd kümmern. Wo sind denn meine? Ach, guck mal, hier wird gepennt. Ah, da ist der andere. Sag mal, bereit zum Scheren. Na gut, mal gucken, wie geht's dir denn so? Energie ist in Ordnung. Und ich habe ja eigentlich gedacht, dass wir hier noch ein bisschen weiter dran arbeiten, dass die den Charakter auf. Ah, so süß, wie sich das anhört. Noch mehr Arbeit, ne? Ach, ihr könnt. Ach, wie süß ist das denn? Die können sich auch miteinander unterhalten. Also der passt hier voll und ganz auf den Hof, sage ich euch. Das ist richtig knuffig. Und dann springen die über das ganze Gelände hier. Und natürlich muss man sich dann um die auch kümmern. Also ich weiß nicht, ob vier wirklich
nicht doch ein bisschen viel waren. Das ist auch ein Schaf. Ich wollte eigentlich ein Schaf und einen eine Zwergziege haben. Zwergschaf, Zwergziege. Warum bist du denn traurig? Müßig. Ach komm. Ja, stimmt ja. Ich wollte ja für dich das dann auch mal machen. Es tut mir ja leid, ne? Dass ich da auch noch nichts für dich hingestellt habe, aber wo soll ich das denn aufstellen? Was machst du denn eigentlich? Du könntest ja eigentlich mal alles jäten. Ja, alles jäten. Ach so, ja, stimmt ja. Du hast ja rein theoretisch Nektar gemacht. Was ist denn los? Enttäuschendes Getränk. Naja, passiert. Alles ausgezeichnet, sehr schön. Oh Mann, da habe ich mir was eingebrockt. Mit dem Ganzen. Wahrscheinlich ist das schon wieder zu viel. Ich sag ja, irgendwann artet das echt aus. Dann muss ich das haben, dann muss ich das. Ich meine, die sind ja auch neu. Aber man muss sich um die halt auch kümmern, ne? Und ein blaues Schaf ist halt auch hübsch und. Was soll das? Warum? Ist das dein Ernst? Witzig. Also, die bringen halt schon. Okay, die bringt 30. Warum bringst du nur 22? Weil du glücklicher bist? Keine Ahnung. Auf jeden Fall wird dir fleißig das Reiten gelernt. Avea kann jetzt zu einem intensiven Ritt aufbrechen oder beim Reiten auf einem Pferd hierhin galoppieren wählen. Sehr schön, das ist ja auch schon mal sehr wichtig. Und ich denke mal, ich werde jetzt. Was ist denn los? Irgendwie blem oder so. Na gut, du wolltest mit dem Tier wahrscheinlich nur reden, ne? Wie weit haben wir denn schon? Vielleicht will er auch einfach gar nicht. So, aber. Ich denke mal, es wird Zeit, hier an der Stelle einen Cut zu machen. Oh, guck mal, da schlafen sie. Ich habe euch zwar da innen drin, ein theoretisch, ja, was vorbereitet, aber die schlafen, wo sie wollen. Aber okay, ist halt so. Gut, aber ich wollte sagen, ich mache hier an der Stelle einen Cut. Und nächste Woche geht es natürlich hier an der Stelle weiter. Und bis dahin, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.